Die Proben waren im vollen Gange. Am 27. März wäre Premiere gewesen für Große Fische und Dreckskerle des Vereins Kulturmühle Wismar e.V. Doch der Auftrittsort im Theater Wismar nun menschenleer. Die Macher des Stücks Johanna Kanka-Maue und Lars Maue von der Kulturmühle stehen vor dem Theater, denn alle Veranstaltungen wurden auch in Wismar auf unbestimmte Zeit abgesagt. Wir hatten zwischenzeitlich die Idee, weiter zu proben und das Ganze auf filmisch aufzunehmen und auf eine Plattform zu stellen, die dann auch für andere nutzbar sind, für die hier Theater schaffen. Das sind Freie Jauxis und Niederdeutsche Bühne und Ich und Du AG. Und auch das, die Idee ist jetzt natürlich auch gleich wieder abgebremst. Wir stehen ziemlich vor vielen leeren Löchern. Kulturschaffenden wie dem Ehepaar werden mit der Corona-Krise derzeit die Existenzgrundlagen unter den Füßen weggezogen. Arbeitsmarktwerkzeuge wie Kurzarbeit helfen hier nicht. Auch schnelle, direkte Hilfe hoffen die selbstständigen Kunstschaffenden wohl vergebens. Ich würde gerne ein Stück bearbeiten, schreiben, aber auch da müssten jetzt entsprechende Gelder sozusagen dazwischen geschoben werden, freigeschoben werden. Da müsste also was von Regierungsseite genau für diesen Punkt. Wir Künstler können auch wir können Vorbereitung treffen. Es gibt eine Welt nach Corona, aber dann muss man jetzt uns auch finanzieren und sagen, okay, bereitet vor, bereitet das nächste vor. Wir schieben sozusagen die Gelder in diese Lehrphase, wo sozusagen Anträge geschrieben werden würden oder eben Vorbereitungen für neue Sachen, die ja eine fast 80% auch der Arbeit ausmachen. Ja. Vor einem ähnlichen Problem steht Matthias Wolf, der als Kleinunternehmer einer von drei Gesellschaftern des Wismarer Putzkombinats Fritz und Wolf ist. Die Reinigungsmittel können derzeit verstaut und ins Lager gebracht werden. Die Firma putzt zum Beispiel Ferienobjekte auf Pöhl. Nach Schließung der Insel fallen diese Aufträge im Nu weg. Ja, es ist relativ schwierig natürlich, gerade für Selbstständige oder frisch angefangene Firmen, da wir jetzt natürlich unsere Aufträge nicht fahren können. Der Tourismusbereich ist runtergefahren. Das bedeutet, da wir gerade in der Ferienreinigung tätig sind, bedeutet das, wir haben zurzeit keine Aufträge. Und das ist natürlich schon gerade im finanziellen Bereich für unsere Mitarbeiter dann schwierig. Die Rücklagen sind einfach nicht da. Nach dem Infektionsschutzgesetz § 31 können Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige mit einem beruflichen Tätigkeitsverbot belegt werden. Nach § 56 derselben Gesetzes steht diesen Personen eine Entschädigung zu. Eine Passage beschäftigt sich auch mit Vermögensnachteilen außerhalb der Quarantäne. Ob dadurch aber tatsächlich Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden können, wird derzeit von Verfassungsrechtlern bezweifelt. So bleibt die Hoffnung auf das millionenschwere Maßnahmenpaket des Landes, das Mitte der Woche verabschiedet wurde. Also gerade gestern Nachmittag hat das Land ein großes Paket abgeschlossen, dieses 100 Millionen Hilfsfondspaket. Und da gibt es auch Unterstützung für Kleinstunternehmen, auch Freiberufler. Und das soll wohl so zwischen 5.000 und 20.000 Euro liegen. Die kann man als quasi zinslosen Kredit beantragen, soweit ich weiß. Es gibt da eine Hotline, die auch heute in der Presse erschienen ist. Über diese Hotline kann man sich Näheres in Erfahrung bringen. Es wird so sein, dass das Land noch darüber hinaus steuerrechtliche Maßnahmen ergriffen hat. Also die Steuervorauszahlungen werden eingeschränkt oder sind einschränkbar. Und darüber hinaus werden die Stundungsmöglichkeiten eingeräumt ohne Säumniszuschläge und auch das Insolvenzrecht wurde geändert, indem halt Insolvenzanträge verschoben werden können. Kunstschaffende wie Lars Maue und Johanna Kanka-Maue versuchen, sich mit einem zweiten und dritten Standbein über die schwere Zeit zu helfen. Ich bin ja Kostümbildnerin, Schnittdirektrice und Schneiderin, aber auch da wird es jetzt natürlich sozusagen als künstlerische Handwerkerin, wer wird jetzt mir Maßaufträge geben? Darf ich noch einem Kunden eine Hose abstecken? Also wenn ich jetzt dafür Werbung machen kann, also ich bin hier zu haben, aber auch da gebe ich natürlich auch geringe Chancen. Das ist auch ein Teilbereich oder Farbstilberatungsseminare zu geben. Also auch das bricht jetzt weg. Ich hoffe eigentlich noch auf eine Sache, die ich vorbereiten kann fürs Museum, aber auch die Museum Pädagogik ist jetzt natürlich auch, wo das Haus geschlossen ist, erstmal auf Eis gelegt.
Von der Inanspruchnahme von Krediten nehmen viele Selbstständige vorerst noch Abstand. Über Kredit aufnehmen haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, aber die Problematik ist, wir können natürlich noch nicht absehen, wie lange das jetzt alles dauert. Und da wir noch gerade in der Anfangsphase der Firma relativ knapp kalkuliert haben, ist das ein bisschen mit Kreditaufnehmen schwierig, weil wir es noch nicht absehen können. Wir haben jetzt erstmal unsere Mitarbeiter natürlich angewiesen, gerade die Älteren, dass sie jetzt zu Hause bleiben müssen erstmal bis auf unbestimmte Zeit. Haben auch quasi den Eigentümern der Ferienimmobilien geschrieben, dass wir zurzeit keine Aufträge fahren können und versuchen jetzt natürlich anderweitig irgendwo Aufträge zu bekommen in Bereichen, wo es für uns und unsere Mitarbeiter möglich ist. Vieles wird davon abhängen, wie lange die Selbstständigen und Kleinunternehmer durch die Corona-Krise an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden. Am Ende von Corona werden sie dann nämlich alle sofort wieder gebraucht.